BMW Touch Command ist ein innovatives Bedienelement für den Vorpassagier. Mit einem CE-Tablet und einem BMW-Interface ist der Nutzer in der Lage, auf sämtliche Funktionen im Fond zuzugreifen. Beispielsweise Komfortfunktionen, Entertainment, Infotainment-Funktionen können hier sehr einfach verstellt werden. Nun zur Sitzfunktion. Über das Sitzmenü lässt sich die Sitzneigung verstellen, als auch die Sitzposition in Längsrichtung justieren. Über den Home-Button gelangt der Nutzer in das Hauptmenü. Des Weiteren hat er Klimafunktionen, die er sich einstellen kann. Hier kann er die Luftmenge als auch die Temperatur verstellen. Über den Hardkey Home gelangt der Nutzer ebenfalls in das Hauptmenü zurück und kann beispielsweise auch Entertainment-Funktionen einstellen. Durch Wahl der Sitzposition gelangt er in die aktuelle Wiedergabeliste und kann hier einfach den gewünschten Titel auswählen. Über die Quellenauswahl kann der Nutzer beispielsweise auch auf die Radioliste wechseln und sich den gewünschten Radiosender einstellen. Über den Homebutton gelangt man wieder zurück. Über die App-Funktion ist der Nutzer in der Lage, auf sämtliche Android-Funktionen zuzugreifen. Verloren geht der Nutzer nicht, über den Homebutton kommt er immer wieder zurück. BMW Touch Command ist ein innovatives Control Element for the Rear Seat Passenger. Using a CE-Tablet together with a BMW User Interface, the passenger is able to control comfort functions, entertainment functions, and infotainment functions. Starting with seats. In the seat menu, the passenger is able to control his seat in the back rest and move the seat forward or backward. You get back by the home button, and from there, you also are able to control the climate functions, for example, adjusting the temperature or sliding on the ventilation. Back with the home button, then you have entertainment functions. After selecting your seat position, you can select the preferred channel you want to listen, or even change the source like music collection and select from there another title. Getting back through the home button, finally, you are also able to use all the Android functions. Going to the apps button, you're in the Android environment and can use all the Android functions.